Herzlich willkommen bei Kochen im Wien TV. Heute möchte ich mit Hubert gemeinsam mein Lieblingsrezept kochen, und zwar Schinkenfleckerl. Und einen grünen Salat, haben wir gesagt, machen wir dazu. Ja. Du magst es ja auch gern, die Schinkenfleckerl, ja, oder? Aber nur, wenn die Wurst nicht Versteckerl spielt. Genau, der Schinken muss zumindest so viel sein wie die Fleckerl. Bei uns ist sogar ein bisschen mehr, weil wir nehmen 150 Gramm Fleckerl, die noch ungekocht sind, 250 Gramm Schinken, 4 Eier, getrennt in Dotter und Eiklar, ein extra Ei, dann noch ein Viertel Rahm, ein Viertel Schlagobers, 4 Esslöffel Brösel, Salz und weißen Pfeffer und zum Ausstreichen der Form ein bisschen Butter und Semmelbrösel. Wir nehmen 150 Gramm Fleckerl, die kochen da schon. Und also du bist fangst mit, einmal an mit den 4 und dann den Schinken zerschneiden, genau. in kleine Stückerl. Okay. Sie sollen ja eher noch knackig sein, nicht zu weich. Genau, haben noch einen harten Kern. Das ist super, dann muss ich ab sein und ausnahmsweise die Nudeln einmal abfrischen, okay? Also das heißt unter kaltes Wasser halten. Normalerweise bitte nicht. Sehr schön. So. Die Eier sind jetzt getrennt, ich gebe da mal beide. Dotter und Eiklar. Das werden wir gleich aufmixen. So. Und die werden jetzt einmal den Schinken kleinwürfelig schneiden. Wir haben da jetzt die 4 Dotter, dann den Sauerrahm, das Schlagobers und noch ein ganzes Ei. Und ich gebe auch gerne immer ein bisschen Muskatnuss rein. Ich finde, das passt sehr gut dazu. Gehen wir da gleich die Muskatnuss drüber. Nicht zu viel, da die ja toxische Wirkung hat und wir wollen ja niemanden vergiften oder dass wir dann Halluzinationen haben oder so. Du musst aber schon 2-3 Nüsse knacken. Wahrscheinlich, ja, da muss man schon ein bisschen mehr. Also uns ist es noch nie gelungen. Das hat immer bestens geklappt. Gebe ich gleich das ganze Ei dazu. Jetzt gehen wir dann noch das Schlagobers drunter und vermischen das Ganze. Gut. Du würzt mir das. Ich räume da mal ein bisschen Salz. Ein bisschen Salz aus der Mühle und Pfeffer. Jetzt kommen noch die Bröseln dazu. Jetzt kommen die Schinkenfleckerl dazu. Genau. Ich habe da die Fleckerl und beides rühren wir dann gleich unter. Ne? Das schaut aber gut aus. Ja, soll schön saftig sein. Und den Schinken runtermischen. Ich tue jetzt dann noch den Schnee schlagen. Also ich werde jetzt einmal die Form, die Backform mit Butter ausstreichen. Schauen wir mal. Ja, sehr schön. So, die restlichen Super, Brösel hast du schon ausgebuttert. Schau, ich habe da meinen Eischnee, den gebe ich auch gleich drunter. So, dass der Eischnee nicht schön wieder zusammenfällt, aber trotzdem sich verbindet. Ne? Schön. Dann rühren wir das jetzt noch schön um. So. Du kommst mit der Form her. Und dann können wir es schon abfüllen. Genau. So. Geben wir jetzt erst ein bisschen die Bröseln drauf, dass die Feuchtigkeit bindet und schön knusprig wird. Und du kannst dann den Parmesan vielleicht drüber geben. Mit Gefühl. Genau. Und jetzt machen wir noch ein paar Butterflockerln. Das ergibt eine wunderschöne Kruste. So, jetzt geben wir die Schinkenfleckerln bei 200 Grad im vorgeheizte Backrohr. 35 Minuten lang. Sieht man eh oben, dass schön goldbraun wird. Ich mache noch schnell den grünen Salat fertig. Tust du es angeschnitten? Ja, jetzt werden wir mal schauen, was da draus geworden ist. Einen Teller, da können wir es dann drauf geben. Hubert, das ist aber toll gelungen. Oh, da kann ich mich gar nicht zurückhalten. Zufällig habe ich 2 Gabeln zufällig dabei. Zufällig, rein zufällig. Willst du es auch kosten? Ja, ja, selbstverständlich. Dann stell es hin. Und jetzt kosten wir es. Ich glaube, die Leute dürfen uns nicht zuschauen. Wir verabschieden uns schnell. Ja. Wiedersehen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Kochen in Wien TV. Tschüss. Alles Liebe. I do some home cooking, baby. I do some home.